Also ich denke, an Tag 6 habe ich einen Freispruch. Dann gehe ich hier mit einem Lächeln raus. Dann kriege ich auch endlich wieder meine Konten freigegeben, die ja seit 3 Jahren beschlagnahmt sind. Ganz so schnell, wie es sich der selbsternannte Führerscheinkönig zum Auftakt im Dezember ausgemalt hat, wird dieser Prozess wohl doch nicht über die Bühne gehen. Der 15. Verhandlungstag bestand zum größten Teil aus Anträgen, die gestellt wurden, und Ausharren auf den Fluren des Landgerichts. Zwischendurch stand das gesamte Verfahren sogar auf der Kippe. Die Atmosphäre kann man als vergiftet bezeichnen. Die ersten Verhandlungstage verliefen ruhig, sachlich. Wir sind sehr zügig vorangekommen und dann hat die Staatsanwaltschaft einen Antrag gestellt, den die Verteidigung ja als rechtsmissbräuchlich bezeichnet hat und der als solcher, glaube ich, auch zu werten ist. Und aufgrund dieses Antrags ist die Stimmung komplett gekippt. Man muss sich wirklich fragen, was hat die Staatsanwaltschaft sich dabei gedacht, tatsächlich eine Strafanzeige gegen einen der Verteidiger zu stellen. Rund eine Woche zuvor legte Dr. Carsten Ernst, einer der beiden Verteidiger, sein Mandat nieder. Die Staatsanwaltschaft hatte Anzeige wegen Parteienverrats gestellt, da der Anwalt vor 8 Jahren ein heutiges Opfer von Herbrechtsmeier damals gegen den Führerscheinkönig vertreten hatte. Der Angeklagte braucht nun einen neuen Verteidiger. Das Problem, dieser müsste sich erst durch Berge von Akten kämpfen. Ob das in der Kürze der Zeit möglich ist, darüber ist sich auch Verteidiger Ralf Suglert nicht sicher. Das ist Entscheidung des zweiten Verteidigers, der dann bestellt wird. Er muss selber entscheiden, in welcher Zeit er sich in diesen sehr umfangreichen Prozessstoff einarbeiten kann und welche Anträge dann gegebenenfalls in Betracht kommen. Die neue Verteidigerin wird nach LZ-Information Franziska Jansen sein. Falls die Rechtsanwältin aus Bielefeld mehr Zeit fordert, könnte der Prozess dann doch noch platzen. Für den Angeklagten könnte das Verfahren dann eine noch viel längere Angelegenheit werden, als er sich zuvor ausgemalt hatte. Dann wird man sich möglicherweise 2021, 2022 wieder hier treffen und dann fängt das ganze Spiel von neuem an.